Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Alpha Saphir. Ja, beim letzten Mal haben wir Regigigas gefangen. Damit hätten wir die Golems komplett. Und heute, ja, weiß ich noch gar nicht genau, was wir fangen werden. Denn, ja, wir werden einfach mal ein bisschen über die Höhenregion fliegen. Und gucken, was wir hier so finden werden. Vielleicht haben wir Glück und bekommen hier und da sogar ein paar Wunderberg. Okay, merken wir uns mal. Und finden vielleicht sogar die ein oder andere seltene Höhle oder Insel, eher gesagt. Ich glaube, bisher haben wir das hier noch gar nicht so richtig gemacht, ne? Unerforschte Höhle. Okay. Die Sache ist halt, es gibt ein paar Gebiete, die sind seltener, dass sie auftauchen als andere. Entsprechend bin ich halt auch ein bisschen auf der Suche nach dieser einen Insel. Aber wenn wir die nicht finden, dann werde ich halt eine der beiden Inseln hier nehmen, die wir hier gerade gesehen haben. Aber ist mal ein ganz netter Anblick hier so über Höhen. Namenlose Ebene. Warte mal, da will ich mal kurz drauf. Ich weiß nämlich nicht, ob wir da schon mal drauf gewesen sind. Waren wir? Du spürst einen durchbohrenden Blick, der dich kritisch mustert. Okay. Wir waren hier auf jeden Fall noch nicht. Es scheint auch was Neues zu sein. Das ist schon mal gut. Welches Pokémon wird es wohl sein? Ein Kobalium. Okay. Kobalium also. Na gut, dann fangen wir halt schon mal das erste der drei Musketier-Pokémon. Ich hoffe... Oh, es kann Schwertanz. Es wird nicht den Regirock pullen. Das wäre mir zumindest ganz lieb. Wow, das Ding macht gut Schaden. Wir dafür mit Panzer-Eron jetzt nicht so wirklich. Und Schwertanz ist natürlich nicht so geil. Dass es jetzt hier anfängt, seinen Angriff zu maximieren. Das gefällt mir nicht so sehr. Ich werf einfach mal jetzt schon ein paar Bälle. Gut, Sanktuklinge. Ja, tut das. Physischen Schaden. Ist jetzt die Frage, ist es schon in der Range, wo es durch den Beulenhelm sie selber killt? Ich hoffe mal nicht. Okay, Panzerion ist schon mal down. Aber gut. Es killt sich nicht selber, das ist schon mal gut. Aber das ist... so viel Schaden jetzt macht wegen dem Schwerttanz, gefällt mir ehrlich gesagt nicht so sehr. Okay, easy.
Sehr schön. Es bleibt drin. Es pullt nicht den Regirock. Das ist schon mal wunderbar. Damit haben wir ein weiteres Legi in unserem Besitz. So soll's doch sein. Ja, ich werde, wenn ich dann denke, ich hoffe, dass ich dann denke, entweder im Video oder in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren hinschreiben, was für Bedingungen es gibt, dass Kobalium hier auftaucht. Oder dass jeweils das Legi, das wir fangen, ihm erscheint. Weil für manche Legis gibt es eben ein Kriterium, das erfüllt werden muss, dass es erscheint. Bei Legi Gigas war es ja zum Beispiel so, wir brauchten drei Golems, und bei Legi Eis musste eben noch ein Spitznamen sowie ein Eis-Item getragen werden. Und das gleiche, also das ähnliche Prinzip gilt dann eben auch für andere Legis. Man muss zu einer bestimmten Zeit zum Beispiel diesen Ort aussuchen, oder man muss bestimmte Pokémon im Team haben, damit sie auftauchen und so weiter. Das Wesen sieht gar nicht mal so extrem verkehrt aus. Ja. Why not? Nee. Damit, okay. Aber gut, ich würde auch mal sagen, das war's mit Pokémon Alpha Saphir für heute. Wenn euch das kurze Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein Feedback da. Positiv oder negativ, bleibt euch lassen. Ich sollte mir eine andere Abmoderation aussuchen für diese Videos. Aber egal, naja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Part wieder dabei sein werdet, wenn wir ein weiteres Random Legi wahrscheinlich fangen werden. Mir wäre es zwar eigentlich am liebsten, wenn ich direkt alle drei fangen würde am Stück. Bei Trios oder so wäre es ja vom Vorteil, aber da die eben teilweise aus so anderen Zeiten spawnen, weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme, aber wir werden es ja sehen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.